Willkommen zu Dead Rising. Nee, nicht Dead Rising. Das wäre aber auch nicht schlimm. Sunset Overdrive, Wobei, Folge genau genommen ist es 32. irgendwie Dead Rising, weil hier stehen ständig die Toten wieder auf. Aber mach ruhig mal weiter. Die Leute wollen ja auch was sehen, nicht nur Genau, hören. ja, stimmt. Wir müssen diesen komischen Gap-König hier Töten. Ja, töten. und in der letzten Folge hat der einen guten Job dabei gemacht, uns dem Tode nahe zu bringen. Weil ich nicht sicher bin, ob er das geschafft hat oder du. Aber jemand in diesem Raum. Ja, aber der Gegner ist nicht in diesem Raum. Naja, doch irgendwie schon. Er ist auf dem Bildschirm in diesem Raum. Also doch, das zählt. Oder willst du etwa sagen, dass ich die ganzen Jahre keine Freundin hatte, bloß weil die immer nur auf dem Bildschirm zu sehen war? Ja, das möchte ich sagen. Erzähl doch nicht sowas. Crack. Das war jetzt zwar nicht meine Absicht, aber... Und wieder machen wir Schleichwerbung, diesmal für illegale Sachen. Das machen wir für dich ja auch immer ganz gern. Ich weiß auch ehrlich gerade wieder nicht, wo der Typ ist überhaupt. Das überrascht mich gar nicht. Naja. Hinter ihm. Ach, der legt immer diese Feuer. Ja. Du schaffst es aber wirklich immer nah dran zu sein und dann mal eben Naja, da kam plötzlich grandios wegzuspringen. Feuer aus seinem Arsch. Ja, aber da musst du doch nicht von den Gleisen komplett runter. Spring noch wieder drauf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei gerade Springen für Anfänger. Ja, man muss im Kreis springen, das ist ja die Kunst dabei. Die ist ja eine Achterbahn, die geht ja in acht Dingern und so. In acht Dingern. Ich glaube, ich scheiße jetzt auch einfach mal und fahre einfach durch die Feuer. Wenn ich mich auch noch darauf konzentriere, dass ich nicht durchs Feuer fahre, dann komme ich hier Dann willst nirgendwo. du wenigstens nicht sehen, wenn du durchfährst. Oder? Nein, dann komme ich wenigstens mal irgendwie hier, weil dann komme ich nie auf den grünen Zweig, Ich wenn ich immer jetzt nicht mehr durchs versuche. Feuer. Das knallt aber ganz schön rein, das Feuer. Wir haben den König noch nicht einmal getroffen, glaube ich. Warum macht der denn auch mal das und nicht das, was ich sage? Wenn ich grinden sage, sollst du auch grinden. Unten sich aufhalten ist eine ganz schlechte Idee, da bist du vorhin schon mal gestorben. Ja, ich kam da auch nicht mehr hoch. Wie du vielleicht gesehen hast, war mein Versuch, da hochzukommen. Irgendwie. Irgendwie klappt das hier aber nicht so ganz. So, das nächste Feuer killt dich. Oh. Das Glück gehabt. Wo auch immer dieses Medi-Ding jetzt wieder herkam. Wo ist denn Scheffe? Scheffe ist über dir. Ja. Ich glaube, das kann auch länger dauern, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Ich will ja nicht unken, aber. Freut euch auf Folge 47 im selben Level. Das haben wir schon oft gedacht und doch, es ist nie so eingetreten. Ich wundere ein bisschen, dass der auch keine. Ich glaube, du triffst den so nicht. Mich wundert ein bisschen, dass der auch keine Lebensanzeige oder so hat. Meinst du, man kann ihm hinten Wagen abschießen? Also ich versuche doch nochmal mit einer anderen Waffe irgendwie hier. Was habe ich denn hier? Dirty Harry. Das wäre natürlich Was hat interessant, wenn man er die Wagen überhaupt? abschießen Töte könnte. den König. Dass man da näher an ihn rankommt vielleicht. Ich kriege Fingerkrampf. Ja, du kannst den Wagen abschießen, aber gerade ein rotes drauf. Also, du kannst nicht, aber man kann die Wagen abschießen. Ich glaube, du hast auch schon ein oder zwei erwischt.
hat ein paar Mal explodiert. Ich glaube, das war ein Wagen. Ja, glaube ich auch. Vielleicht gibt es dann auch eine Lebensanzeige oder so. Wenn du am letzten Wagen angekommen bist, mal gucken. Fast tot. Ja, ich verlasse mich aber darauf, dass hier einfach genug Herzen mal rumkommen, weil das habe ich festgestellt, wenn du auf den Schienen bleibst hinter ihm, dann spuckt er nicht nur Feuer, sondern auch Lebensdinger. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob er das ist. Ich denke mal, das sind irgendwelche Viecher, die da drauf gehen in der Umgebung. Könnte ich auch sein. Durch das Feuer eventuell auch. Jetzt haust du aber einfach nur drauf, oder? Ja, natürlich. Ist ja auch kein Wagen mehr da, es ist ja nur noch er. Ach, ist das schon? Ich dachte, da wäre noch einer. Wir haben immer noch keine Lebensanzeige. Das ist strange. Wir müssen den Wagen auch noch zerstören. Alter, wie viel hätten der aus? 4. Scheinbar, ja. Ja, diese machen auch wieder sonst was. Der hat getroffen, aber sowas von. Alter. Die sind alles Volltreffer. Ich glaube nicht, dass die Teddykanone so eine gute Idee ist. Ich bin gar nicht sicher, ob die wirklich den treffen oder ob die nicht mal kurz hinter ihm aufschlagen, weil er bewegt sich ja immer noch weiter. Die Waffe echt nicht so ideal. Jetzt hast du gerade aus Versehen den anderen erschossen. Sorry, du bist allein, ich wollte dich nicht erschießen. Das ist auch fast die einzige Art, wie du hier jemanden erschießt. Aus Versehen. Siehst du? Kann ich nicht. Was? Die war doch so ziemlich krass. Wie hat man da nochmal gefeuert? Das soll jetzt bringen, oder was? Wie hat man da nochmal gefeuert? Keine Ahnung, normalen Tasten wie immer. Ja. Offensichtlich machst du damit alles kaputt, wenn du es nur rammst. Ah, hast du ihn getroffen. Ja. Boom. Das war jetzt aber auch mehr Glück. Ja. Sarkasmus kam. Nee, ich behalte es für mich. Das wird nie jemand erfahren. AK-Fu. Klingt's gut. Und eine Büchse der Pandora-Falle. Ja, war sehr, sehr vergnüglich. Jetzt ist es an der Zeit für Ignatius, dein Boot zu bauen. Bombe. Komm zu Marsus, die Flotte ist bereit. Die Flotte? Wir wollen auch nur ein Boot haben. Ich hab gleich eine ganze Flotte gebaut. Ja, das merkst du, dass die ganze Zeit immer übertreiben. Das ist wahrscheinlich so eine Nussschale. Ohne Segel. Mit zwei Löchern oder so. Irgendwo kommt da noch ein Haken, das ist doch wohl klar.
Kann ich nicht auch schneller laufen irgendwie? Nee, geht nur mit Grinden und so und springen. What? Ich glaube, es ist gerade irgendwas explodiert. Ja, irgendwas explodiert, ja. Wo muss ich überhaupt hin? Möchtest du denn eine Einschätzung wagen, wie weit wir jetzt im Spiel sind? Das ist schwer. Wie oft waren wir jetzt schon so nah dran, dass wir hier rauskommen und dann war es doch nicht? Ja, daran würde ich es auch nicht festmachen, aber wir haben gerade den Scap-König besiegt. Die Scaps sind ja eine der zwei Gegnergruppen im Grunde in dem Spiel. Ja. Zumindest was wir bisher gesehen haben, gibt es ja nur zwei Gegnergruppen, die Mutanten und die Scaps. Das stimmt. Und wenn wir jetzt gerade den Scap-König besiegt haben, müsste das ja eigentlich schon was heißen. Ja, schauen wir mal. Also, schwierig. Was zum Geier ist das? Diese Boote sind Schrott. Ich folge bloß dem Plan, den Meister Brill Dream entworfen hat. Bei mir wirst du sicher sein, Matrose. Denn ich versuch's mit einer neuen Rolle. Gerade hat nicht so gut gepasst. Auf eurer Reise habt ihr drei Aufgaben. Ah, natürlich. Sucht die feurigen Elixier. Schmeißt die Elixiere zum Heilen des Schiffs ins Loch. Ist. Schmeiß die Elixiere ins Loch. Ich sag jetzt nicht. Hey, cool, wir haben jetzt einen Wischmopp-Bart. Nee, den kriegen wir. Achso, den kriegen wir, richtig. Wir entkommen mit dem Boot aus Sunset City. Aber wenn wir mit dem Boot aus Sunset City entkommen, ist das Spiel doch vorbei. Offensichtlich nicht. Wir müssen das Schiff kippen, bevor wir jetzt auf eine Meer hinaus segeln. Such uns etwas Müll von dort drüben. Müll. Aber es ist geil, dass der Bade jetzt Ketten ist. Ja. Haben wir das wirklich zu Beginn des Spiels mit eingesammelt? Ja, war das nicht ihr Job bei diesem... Ach ja, genau. Ja. Hat dir jetzt gerade einer den Eimer auf den Kopf gekriegt, oder was? So klang das gerade irgendwie. Irgendjemand schießt auf uns. Ja. Das sollte vielleicht kein Tier-Interli verwenden. Nein. Oh, schießt. Die Waffe gegen Mutanten auch nicht so geil, das. Die SS Todesfahrt. Hol uns neuen Müll. Das hörst du so, das sind auch wieder Sätze, die du nicht oft hörst. Flaggschiff ist beschädigt, hol uns neuen Müll. Wo finde ich jetzt Müll? Auf der Karte eingezeichnet. Ah, da oben. Oh, sie brennt schon. Was ist das denn von so ein paar Treffern? Wo sind die jetzt, diese Scheißkerle? Ich glaube, du brauchst noch mehr Müll. Ich brauche noch mehr Müll. Aber wo auf der Karte ist? Ach, da ist er. Er ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Nee, doch nicht. Anscheinend nicht. Oder doch, sind so weiße Punkte oder so. Ganz, siehst du die? Ich sehe oder hellblau oder so. Das ist schlecht zu erkennen, sind ziemlich klein. Ich sehe nur ganz viele rote Punkte, was mir immer ein bisschen Sorgen macht. Oh, das ist auch was geworden. Ey, du bist doch nicht derjenige, der den Müllcontainer schleppen muss. Du musst doch nur irgendwas damit machen. Ich sehe nur im Kopf. Knapp. Wir waren eben schon fast tot. Das war, glaube ich, nicht knapp. Also im Grunde musst du ja nicht mal kämpfen. Es reicht, wenn du die immer schön heilst. Ja, immer schön Müll einsammeln. Bist du aber fast tot. Jetzt habe ich hier wieder Dings aufgesammelt und jetzt muss ich hier. Ja, so geht's auch. Ja, da kannst du noch Müll mitnehmen. Das klingt echt, also das ist echt so.
Nein, ich denke nicht. Meinst du, das klingt unanständig? Mhm. Nur ein bisschen. Welches davon? Müll oder Loch? Das überlasse ich deiner Fantasie. Das ist gefährlich. Meiner Fantasie sollte man besser nichts überlassen. Mhm. Nee, erst in der nächsten Folge. Den Müll holen wir erst in der nächsten Folge. Ja, weiter auf diese Müllfrachter. In Folge 33 dann. Vielleicht kriegen wir dann auch die Zugbrücke hoch. Du willst unbedingt jetzt was hochkriegen. Ja, wir wollen schon mal schmutzige Fantasie in deinem Kopf. Weil du ein Loch hast, willst du jetzt unbedingt was hochkriegen. Okay. Ja, mehr wunderschöne Zweideutigkeiten in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.